Louis Margot Brie und Matt White, die beiden besten Playoff-Torjäger im Duell beim zweiten Halbfinale. Zwischen dem ERC Ingolstadt und den Eisbären Berlin natürlich auch ein Duell der beiden Goalies, Michael Garteig und Matthias Niederberger. Ingolstadt mit der Serienführung nach Spiel 1 im Rücken mit der großen Chance auf den dritten Finaleinzug mit dem Topstart. 57 Sekunden vorbei. Das 1:0. Tim Wohlgemuth, der Torschütze, dritter Playoff-Treffer. Für den 21-Jährigen profitierte davon, dass er nicht angegangen wird und Frederik Storm dann auch diesen Schuss für ihn freisperrt. Die Eisbären, die erholten sich allerdings recht schnell von diesem Schock und gaben ihrerseits Gas. Und 10. Minute, der verdiente Lohn, 1:1 der Ausgleich. Leo Pföderl, hier eingeleitet von Frank Hördler und Lukas Reichel, nimmt den Rebound. Sein zweites Tor in seinem zweiten Playoff-Spiel nach Verletzungspause. Leo Pföderl mit dem 1:1. Und dann hätte es noch besser kommen können für die Gäste. Zach Boychuk mit dem 1:0. Aber Michael Garteig bestätigte wieder mal seine bestechende Playoff-Form mit diesem überragenden Fanghandsave. Sorgte er dafür, dass es mit einem 1:1 zum ersten Mal in die Kabinen. Die Berlin auch zu Beginn des zweiten Drittels stark mit etlichen Abschlüssen. Ingolstadt versuchte es mit Kontern. Hier mit Wohlgemuth, Höflin. 2:1 Ingolstadt. Mirko Höflin, erstes Playoff-Tor. Hier eingeleitet von Frederik Storm, der den verletzten Daniel Piet ersetzte. Und dann macht das Team Wohlgemuth einfach nur überragend. Lässt Wiesmann ins Leere rutschen und findet dann mit diesem Pass Mirko Höflin keine Chance für Matthias Niederberger. Danach zwar die Eisbären mit weiteren Vorteilen, aber auch der ERC jetzt wieder mit mehr Chancen. 35. Spielminute. Ben Marshall sucht die Lücke, findet die Lücke. Latte abgefälscht. Dieser Schuss von Wayne Simpson, der vor dem Tor eingeparkt hatte. Insgesamt aber auch da schon zu sehen zum Ende des Mittelabschnitts. Ingolstadt kassierte etliche Strafen und sie brachten die Eisbären da immer wieder ins Powerplay. So geschehen auch in der 50. Minute. Die Eisbären bis dato noch nicht erfolgreich in Überzahl. Aber dann die 50. war es dann mit Matt White, dessen 6. Playoff-Treffer. Hier fälscht er den Schuss von Marcel Nöbels entscheidend und unhaltbar ab zum erneuten Ausgleich. Und die Eisbären, sie wollten natürlich noch mehr das Ding schon in der regulären Spielzeit zumachen. Und sie kämpfen dafür, hatten etliche Chancen. Ryan McKiernan hier an den Außenpfosten. Der Offensivverteidiger. Immer wieder viel Verkehr vor Michael Garteig. Dann die letzten Sekunden. Boychuk, was eine Übersicht. Und dann ist es McKiernan, 63 Sekunden vor dem Ende, der dann doch mit dem Five-Hole einnetzt. Dieses Spiel letzten Endes entscheidet. Die Eisbären Berlin gewinnen in Ingolstadt mit 3:2. Und das sind die Stimmen zu dieser Partie. Yeah, I mean, their goalie is playing pretty well. So obviously, if we can take his eyes away, you know, like we have more opportunity to score. You got to get to the paint, especially in the playoff, if you want to score goals. And our first goal was from the paint, our second goal, and the third, the last one there was a bit of a non-man rush, but just a solid effort. Now we're going home. Wir haben gewusst, dass Berlin die kompletten 60 Minuten kommen wird. Wir haben unser System gespielt, unser defensives Verhalten gut gezogen. Aber wie gesagt, wenn du das Momentum durch Strafzeiten übergibst, dann ist es natürlich schwer, das Spiel zum Heimbringen. Und damit verpasst Ingolstadt den vorzeitigen Einzug ins Finale. Berlin holt den Serienausgleich und die Serie zurück in die Hauptstadt und hat nun selbst die Chance aufs 11. Endspiel der Clubgeschichte. Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.